Also jedenfalls nicht für Träger. Was ich etwas schade finde. Du brauchst Holzwerkzeug, okay. Oh. Gut, du solltest dann mal wieder Holzwerkzeug produzieren. Ja. Ja. Unser Träger strengt sich an, indem er Steine schleppt. Auch gut. Er könnte dann aber ruhig auch irgendwann mal Nahrung tragen. Und ja, sobald ich meine Bäckerei richtig in Schuss gebracht habe, dass der Bäcker Meister ist und ordentlich Nahrung produziert, also richtigen Überschuss, werde ich wahrscheinlich meinen Jäger mal abziehen von der Jagd und ihn Schuhe herstellen lassen. Genauso werde ich meinen Fischer dann, wenn die Brauerei fertig ist, zum Braumeister machen. Unser Schwertkämpfer ist wieder voll geheilt. Wenn die Bäckerei fertig ist, müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Reparaturen machen. So, Sigurd kann trainiert werden. Gut. Du bist hungrig? Dann geh essen. Am besten viel essen. Gut. Oh cool, wir machen schon so einen Überschuss, dass die Mühle vollgestopft wird mit Weizen. Ja, ja, wir. Jetzt solltest du dein Mehl eigentlich in die Bäckerei bringen, hoffe ich mal. Jo. Das heißt, du wieder Holzfäller. Du hast gerade noch Hunger und bist müde, okay. Ja, sobald wir unseren... Wo bist du denn? Ach, da läufst du rum. Da wirst du keine Nahrung drin finden.
Würdest du einfach da oben zum Fischerzelt gehen? Bitte. Wir verhungern noch, weil der, den ich zum Bäcker machen will, nicht zum Bäcker werden will. Danke, dass du gegessen hast und jetzt endlich Müller werden willst. Was zur... Oh, dann geh nochmal essen. Ja. Das heißt, wir kriegen aber auf jeden Fall unsere Nahrungsversorgung zum Laufen. In dieser Aufnahmesession. Also, zukünftiger Bäcker kann dann... Backen, backen, backen. Und damit können wir dann alle Häuser hier versorgen. Und was haben wir jetzt? Träger. Yay. Wo sind meine beiden Bauarbeiter eigentlich da? Reparieren mal bitte den Turm für mich. Und dann fangt ihr schon mal mit ein paar Straßen an. Bitte. Die hier ein bisschen rumgehen. So. Du. Bäcker. Ja. Hä, was? War das gerade mit dem Fischerzelt? In diesem Haus sind die Rohstoffe ausgegangen. Okay. Das heißt, du wirst jetzt zum Bauarbeiter erstmal Björni und hilfst beim Bauen. Der Straßen, die ich hier plane. Das reicht jetzt erstmal an Straßen. Ist die Bäckerei genau rechtzeitig fertig geworden und sie produziert das erste Brot. Yay, Nahrung. Wenn ich das richtig sehe, bringt jede Ladung 2 Nahrung. Hey. Das hatte ich auch so nicht mehr in Erinnerung. Macht aber irgendwie Sinn. Und er kann jetzt backen, bis er voll ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt meine Nahrung so ansehe, die ordentlich stagniert ist, müsste sie jetzt ordentlich wieder wachsen. Und auch unsere Straßen wachsen. Ah, sehr gut. Thank you.
Oh, ach ja, ich wollte ja diesen Träger hier ins Haus einziehen lassen. Damit der ja immer ausgeschlafen ist und alles. So, jetzt dürfte die Nahrungsversorgung rucki-di-zucki gehen. Dann kommt halt erstmal noch ein Träger her. Vielleicht packe ich auch einen Träger in die Brauerei. Mal sehen. Auf jeden Fall haben wir genug Stein, um die Straßen zu bauen. Und die werden auch schön gebaut, die Straßen. Oh ja, ich kann jetzt auch die Brauerei schon mal in Auftrag geben. Da ist unser Braukessel. Sehr gut. Sobald die grundlegenden Straßen hier fertig sind, wird die Brauerei gebaut. Ja. Hier oben ist alles in Ordnung. Nahrung beim Bäcker ist voll. Ja, ich werde meine Schwertkämpfer und meine Bogenschützen und so hier oben beim Fischerzelt essen lassen. Damit das leer wird und ich es abreißen kann irgendwann. So, das heißt, das Letzte, was ich jetzt machen kann, ist dich erstmal zum Schuster umswitchen. Dass du mir Schuhe produzierst. Und ja, mach mir mal unendlich Schuhe erstmal. Ich hoffe, mein Träger lässt das Leder nicht einfach da liegen. Ja, wir haben aber bald keinen Stein mehr hier unten. Das heißt, er muss bald irgendwann den Stein da oben holen. Gut, ich würde aber mal sagen, na okay, ein bisschen lassen wir sie noch arbeiten. Unser Schuster ist ja auch gut dabei. Jetzt sollten wir auch wirklich Nahrung in die Häuser reinkriegen, so dass wir dann noch wenigstens zwei Kinder kriegen. Da sind wir auf genau 20 Leute. Was dann reicht für unsere Zwecke in dieser Mission. Namentlich ein paar Straßen bauen und dann Handel treiben. Sogar unsere Brauerei wird schon gebaut. Sehr schön. Und ja, so wie die Siedlung jetzt hier steht, zivil betrachtet, ist das eine 100% laufende Siedlung, weil wir wirklich alles machen. Geschirr, Möbel, Schuhe. Die vom Träger abgeholt werden. Es werden sogar ziemlich viele Schuhe hergestellt. Ja. Und auch viel Nahrung. Ja, guckt euch das mal an, wie die Nahrung wieder in die Höhe schießt. Das finde ich sehr gut.
Gut, aber ich würde sagen, wir speichern jetzt hier erstmal. Hat das auch richtig überspeichert? Ja. Gut. Und dann mache ich einen Cut und wir sehen uns gleich wieder.